Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 9. Juni 2019. Die alten Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet, im Einklang mit der Natur, im Einklang mit den kosmischen Einflüssen. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber ist noch vieles erhalten geblieben und das möchte ich näher bringen. Im Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. 20 ist die heilige Zahl der Mayas. Diese Wellen sind Frequenzen oder Tönen oder Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. 13 ist auch eine heilige Zahl der Mayas. Diese 13 Tage könnt ihr so vorstellen wie bei uns die 7 Tage Woche. Wir befinden uns gerade in 14. Wellen oder Tönen oder Schwingung und das dauert bis 10. Juni 2019. Über diese Welle herrscht Ok. Ok bedeutet übersetzt ein Hund. Und diese Themen in diesem Zeitraum, in diesen 13 Tagen, in dieser Welle bedeutet Liebe, Partnerschaft, Freundschaften, Treue, Loyalität, Vertrauen, innere Stärke, Wahrheit, Instinkt, Intuition, Geruchssinn. Und diese Welle heißt Hüter der kosmischen Ordnung. Die heutige Tagesenergie ist Imisch. Imisch bedeutet Urvertrauen, der mehr die Emotionen. Aber wir sollen verspüren die Verbindung zum göttlichen Mutter oder Mutter Erde, aber auch die Verbindung zum Himmel. Wir sollen auch diese Geborgenheit verspüren. Das ist die göttliche Ordnung. Heute haben wir auch einen ganz intensiven Gefühlszustand, die Quelle des Lebens oder die Intuition wird aktiviert. Natürlich sollen wir jeden Tag intuitiv handeln, aber heute spürt man das sehr intensiv. Ein Urmeer der Gefühle, Urvertrauen, Geborgenheit, die Verbindung zum Göttlichen, die Quelle des Lebens, unserer Intuition. Die heutige Krafttier ist Krokodil oder Delfin. Diese Tagesenergie, diese Imisch wirkt auf unserem Körper, auf unserem Blut, aus auch unserem Hormonhaushalt und unseren Sexualorganen. Die heutige Zahl ist die Zahl 12 und so wurde das gezeichnet. Diese Zahl 12, das ist die Energie, die der 12 bringt, die Bewegung in Richtung Fülle. Wir sammeln etwas. Oder sammeln wir Informationen, sammeln wir Erfahrungen. Aber diese Fülle bedeutet auch die finanzielle Wohlstand. Wir haben heute den Überblick, die großen Zusammenhänge des Lebens zum Erkennen. Heute ist wichtig die Themen Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, aber auch Liebe, Partnerschaft. Und das war die heutige Maya-Kalender.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.